Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute weiter mit meine Story, Part 3. Wie kam ich zum Shavit? Genauer gesagt, ein Shavit wäre das hier, Sekunde. So. Ein Shavit wäre genau das hier, wenn ihr hier das Skateboard so habt, wenn man es so sehen kann, da so hier, drückst du hier drauf und dann fährt das Board so, zack, weiter. Das wäre ein Shavit, also ungefähr, wenn du das jetzt hier so hast, drückst du da hinten auf die Nose, also auf die Tail, und drückst so mit dem Kick vorne und dann drückst so. Das ist einfach wegspringt, wenn man das hier so sehen kann. Da so, zack, pop, weiterfahren. Das wäre ein Shavit, ein normaler Shavit halt. Ja, jetzt kommt die Story dazu. Wie kam ich dazu? Den Trick habe ich mir eher quasi vom Zuschauen selber beigebracht. Ich habe halt mal probiert, ja, wie schaut der ungefähr aus? Das ist eigentlich genau nur eine halbe Drehung. Einfach nur zack, zack. Das war's. Ich habe mir den quasi selber beigebracht. Ich habe halt sehr viele zugeschaut den anderen Skatern, also die, was schon besser waren als ich. Ich habe halt den nochmal im Flat geübt, noch nicht so Bordstein hoch oder so. Einfach nur mal im Flat mal geübt, so versucht. Ein paar Mal hat mich mal so aufgehört, so zack. Und dann wieder. Ich habe den geübt, probiert, bis ich ihn endlich gestanden habe. Ja, es ist eigentlich. Der Trick ist eigentlich am Anfang für Anfänger gar nicht mal so leicht, weil du denkst hier, ja, das ist so eine Dreh. Haha, easy. Nein, ganz im Gegenteil. So einfach ist der Trick nicht. Er schaut einfach aus, aber ist nicht so leicht. Du drückst halt hier drauf und dann poppst einfach so hin. Fertig. Ja. Ja, das war's eigentlich schon als Erklärung. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.